Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Ja, zu einer neuen Lotus-Folge. In Sonnhausen gab es ein neues Update und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und witzigerweise haben wir mal schnell gegoogelt. Wir hatten Sonnhausen tatsächlich im November war das gewesen, hatten wir uns Sonnhausen schon mal angeguckt gehabt. Und damals fanden wir die Karte relativ cool. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt so verändert hat. Es soll jetzt wohl eine komplette Linie geben hier. Einmal die Linie 15 und einmal die K15. Die kann man jetzt hier wohl komplett abfahren. Deswegen dachten wir so, komm, das machen wir uns, das schauen wir uns mal an. Wir hatten ja schon lange keinen Lotus mehr hier auf dem Kanal. Deswegen, ja, wird es Zeit, dass wir uns das Ganze jetzt dementsprechend mal anschauen. Und damit wir gar keine Zeit verlieren, würde ich sagen, springen wir rein, rüsten auf und fahren los. Von daher, los geht da. Ihr seht, mit dem GT6N. Oh, was ist jetzt los? Ah, ja. Hat sich gerade irgendwie angefühlt, das aber nicht wollte. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das klappt jetzt nicht. Ja, wollte er nicht, ja. Wollte den Schlüssel nicht. So, wir haben auch die FIS drin. Also eigentlich sollte das Ganze passen. Du willst nicht? Ah, doch, du willst. Hätte ja sein können. Hier gibt es kein Zielcode, Sonderzeichen. Nee, also irgendwie hatte die FIS doch nicht reingeladen. Es ist halt, ja, ich muss dazu sagen, ein Manko muss ich der Karte jetzt wirklich zusprechen. Es ist halt unglaublich viel Content, der hier benötigt wird. Und gerade zu Zeiten, wo es hier diesen hässlichen Steam Workshop Patch gibt. Und ich bin gefühlt alle zwei, drei Mal dran, ja, wo ich dann einfach meinen Lotus komplett löschen darf. Ja, wo einen kompletten Workshop runterschmeißen darf, um das Ganze wieder neu zu installieren. Absolut großartig. Da gibt es einen dicken Daumen nach oben für. Es ist mega anstrengend, weshalb ich kaum noch irgendwas im Steam Workshop runterlade, weil das super, super stressig ist, wenn du da halt eine halbe Stunde vorsitzt, da die Karten da runterlädst, ja, die eine riesen Latte an Content benötigt. Ja, die danach deinen Lotus zerschießt, weil irgendwelchen Workshops wieder nicht funktionieren. Und ich bin 100% sicher, ich habe mir die FIS runtergeladen und sie wird jetzt hier nicht angezeigt. Das kann jetzt natürlich, ja, vielleicht ein Fehler sein, aber es könnte auch schon wieder der, ja, coole Bug sein, ne? Also von daher, klasse. Läuft. So, dann gut, dann brauchen wir es eh nicht. Dann können wir ja eh keine Route schildern. Nur mal schnell den Ton ein bisschen leiser machen. Ja, das Update ist auch relativ frisch. Das ist noch gar nicht so alt. Deswegen passt das gerade, dass wir uns mal jetzt mal wieder so ein bisschen an Lotus ransetzen. Wie gesagt, sollte euch irgendwas auffallen oder sowas, schreibt es in die Kommentare, postet das Ganze rein, ne? Fehler sind halt immer gern gesehen und gerade wir achten ja auch ein bisschen drauf immer. Wow, cool. Das kannte ich gar nicht. Ich erinnere mich hier dran tatsächlich noch, hier war es recht kahl gewesen. Ja, das passt auch. Das ist gut. Hier nochmal voll das Schild mit. Bong. Schlägt der GT6 doch ein bisschen zu weit aus. Fahrt jetzt die andere Richtung als beim letzten Mal. Aber das Strandbad. Oh, das war aber auch knapp hier. Heieiei. Aber passt. Passt. Thank you.
So, lassen wir es mal einsteigen hier. Die Fahrgäste auf der Linie 15, damit denen hier natürlich nicht langweilig ist. Ja, auch cool, auf so kleine Details hier zu achten, wie jetzt hier diese, ja, wie nennt man die, diese Bodenstopper hier. Ja, das ist schon eine coole Sache. Auch schön ausgeschmückt hier, ausdetailliert. Klar, gibt immer noch so ein paar Leerflächen hier. Wenn wir jetzt das Ganze jetzt hier hinten anschauen, ne, da ist ja natürlich ein bisschen kahl alles, aber das wird natürlich noch wahrscheinlich mit der Zeit dann noch gefixt und bearbeitet. Und ihr wisst ja, ne, alle Karten sind ja aktuell, die es ja hier so im Steam Workshop existieren, so gefühlt in der Beta-Phase. Ne? Aber da erzähle ich euch natürlich nichts Neues. Ja, ihr guckt ja wahrscheinlich schon eine Weile Lotus-Videos. Da wisst ihr ja, wie der Stand der Dinge ist. So, jetzt sind wir jetzt Strandbad. Ne, Dorfplatz ist das hier. Ah, okay, das ist der Dorfplatz. Also hier ist noch nicht fertig. Obwohl das hier eher so gegen den Strand geht, ne? Die Haltestellenschilder sehen auch schon relativ alt aus. Man sieht sogar das Blinken von der Tür im Spiegel. Das ist ja klasse. So achtet man auf den Spiegel, ja? Ja. Kannst du nicht mit 30 rumfahren, das geht nicht. So, Weiche liegt korrekt. Leider habe ich schon was gesehen. Okay, da steht die Weiche hier nicht um. Ja, hoffen wir mal, vielleicht. Ah, okay. Scheint nur nicht richtig zu funktionieren. Alles klar. Normalerweise wären wir nämlich rüber aufs andere Gleis gefahren. So wie die Weiche lag.
hier ein paar Polygonfehler drin. Aber hier an sich schön ausdetailliert hier. Sehen wir ja so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, es geht hier hinten sogar weiter. Genau, hier geht es jetzt weiter. Das ist das neue Stück. Also das ist jetzt, was wir jetzt hier gesehen haben, altbekanntes, was jetzt natürlich ein bisschen aufgewertet wurde, mit neuen Details natürlich geschmückt wurde. Aber so sah eigentlich die alte Version aus, die wir uns letztes Jahr angeguckt hatten. Und das muss jetzt, was wir jetzt hier gleich fahren werden, das ist der neue Abschnitt, den er hier auf jeden Fall weitergebaut hat. Wir sehen hinten schon so ein Industriegebiet. Ja, aber wie gesagt, außer dass hier hinten jetzt das Lidl und der Betriebshof jetzt komplett ausgestaltet worden sind, ist bis dato jetzt das immer noch der gleiche Content, den wir, ja wie gesagt, vom letzten Jahr noch haben. So, von daher, los geht's weiter. Wollen uns natürlich das, den neuen Abschnitt hier anschauen. Ob das funktioniert hier. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die Weichen wohl, also dass die Signale alle funktionieren, genau. Wow, das war aber eine sehr kurze Phase. So, geradeaus geht's weiter. Nö, oder? Ja. Sollen wir mal kurz gucken. Genau. Schauen wir mal. Ich finde immer, diese guten alten Hilfspfeile fehlen mir. Genau, wir fahren also geradeaus, wirklich geradeaus weiter. Achso, daneben ist noch was, oder? Genau, das war das Stück hier. Also, da sind wir hier halt in die Wendeschleife gefahren und das war halt die alte Version noch. So. Wir haben es kaputt gemacht. Oh, wir hätten die auch auf den Button drücken können. Ist jetzt wurscht. Also voll zum Aussteigen, deswegen einmal rückwärts, einmal vorwärts. Passt schon. Hier fährt ja sowieso nichts, wo wir aufpassen müssen. Also von daher. Klappt das schon. So. Jetzt bin ich gespannt.
Das ist cool gemacht. Das sieht wirklich aus wie eine schöne Altstadt hier. Das ist putzig. Das ist wirklich putzig. Aber irgendwie sind wir auf dem falschen Gleis. Kann das sein? Hätten wir jetzt irgendwas anders machen können? Nee. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Nö, eigentlich nicht. Wir hätten nichts anderes machen können. Also wir fahren, fahren hier rum um die Kurve, fahren hier rum und dann geht's, schneidet sich das hier, aber irgendwie sind die Haltestellen jetzt auf der falschen Seite. Bin ich jetzt doof oder ist das jetzt so gewollt, geplant? Ich habe keine Ahnung. Aber hier ist auch doch, hier ist eine Haltestelle. Sehr mysteriös. Aber das ist putzig. Das sieht wirklich schick aus. Also muss man mal lassen. Das sind die Objekte von Kartoffelphantom, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht, hier die Häuser, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mal so 100% sicher. Aber das sieht schon echt schick aus. Das hat er cool gemacht. So auch noch nicht gesehen, mal so eine schöne Altstadt, so, weißt du? So ein bisschen ausgeschmückt, so. Hier ist ein Pfeil nach rechts. Gewollt, dass die andersrum stehen? Ich meine, da muss ich schon sagen, da war ich schon ein bisschen faul gewesen, hier einfach hinten keine Texturen hinzumachen. Ne? Also, ja. Da sieht man es dann, ja, dass man faul war. Ah, großartig. Hier ist eine Wendeschleife, ne? Nee, auch keine Wendeschleife. Gut, dann fahren wir mal hoch. Hier fehlt es irgendwie an Texturen, oder? Nee. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Also hier geht es direkt rein. Oh, hier lädt halt irgendwas nicht. Irgendwas lädt er hier nicht. Ich glaube, hier fehlt ein Objekt dran. Tatsächlich in dieser Riesenliste an Objekten fehlt hier entweder. Entweder habe ich wirklich den Steam Workshop-Bug drin oder es fehlt ein Objekt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Das funktioniert. Warte, testen wir mal. Aber hier fehlt auch die Textur von der Brücke. Also die Brücke sollte nicht so aussehen. Ja, das funktioniert sogar. Aber das ist ja Wahnsinn. Wäre natürlich doch cool, wenn man hier aus dem Fahrzeug raus irgendwie die Sachen drücken könnte. Mal so ein Tipp für Lotus, so Scheibe auf, Knopf drücken. Funktioniert heutzutage. Ja, außer dass jetzt am Ende hier irgendwelche Objekte fehlten.
muss ich sagen, war ich von der Innenstadt mega angetan gewesen. Also von dieser Altstadt, ja. Also das war wirklich, wirklich hübsch gewesen. Also da, also es gibt ja noch, immer noch Momente, dass man mich tatsächlich echt überraschen kann. Was ich jetzt hier halt nur nicht verstanden habe, ist, warum war ich hier auf dem falschen Gleis? Also das ist, das habe ich leider nicht verstanden. Aber sonst muss ich sagen, total hübsch. Ich glaube, das wird auch ein, das neue Thumbnail davon. Ja, gut. Also es sind natürlich Fehler drinne. Ne? Also ein paar sind uns halt aufgefallen. Wie gesagt, ich habe das hier nicht verstanden mit den Gleisen. Ob das jetzt so geplant war, weiß ich tatsächlich nicht. Ich gehe mal stark davon aus, weil so wie er es hier auf jeden Fall gebaut hat, weil hier übersteigt sich das ja auf jeden Fall. Also irgendwie kommt es halt gefühlt rüber, dass das halt wirklich so gewollt war. Sonst, wie gesagt, fehlen hier Objekte. Ja, also hier, er lädt hier partout einfach irgendwas nicht nach. Ich weiß nicht, was es ist. Das scheint auch ein relativ breites Plateau zu sein, weil hier hinten steht noch eine Bank. Ja, also hier steht noch eine Bank. Also das muss ein ganz schönes Stück sein, was hier irgendwie fehlt. Das ist jetzt aber natürlich wieder, ich weiß nicht, ob das Objekt jetzt einfach fehlt. Auch hier mit der Brücke stimmt irgendwas nicht. Also hier ist auch irgendwas mit der Textur nicht in Ordnung. So wie, ja, ne, also ihr seht es halt selber. Das sieht irgendwie alles nicht richtig aus. Vielleicht nochmal rüber gucken. Und vielleicht auch mal rüber gucken, um zu gucken, welche Objekte man nicht braucht. Welche Objekte jetzt hier zum Beispiel nicht verbaut sind. Ich weiß, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Mittlerweile kannst du das ja im Editor so ein bisschen anpassen, sortieren und alles sowas, ja, dass du das Ganze einfach rausfilterst. Und dann kannst du das Ganze aus dem Steam Workshop auch wieder entfernen. Es ist halt mega, mega viel Download-Content. Ja, also von daher, das Ganze irgendwie versuchen nochmal zu minimieren. Das wäre natürlich noch ein großes ein Tipp von mir. Ja, weil wenn man diese Liste halt sieht, vergeht einem wirklich so ein bisschen die Strecke, wenn man sieht, was man erstmal alles runterladen muss. Es gibt auch so Objekte, wo ich sowieso die Finger lassen würde, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber so an sich muss ich sagen, die Altstadt, die ist großartig geworden. Wie gesagt, bei dem anderen Rest, da muss auf jeden Fall noch definitiv ein Update her. Und auch hier diese beiden Gebäude, hier weiß ich nicht, ob das so geplant war, dass die hier alle verkehrt rumstehen. Aber die stehen ja halt alle verkehrt rum. Die ja auch. Also die ganze Reihe steht verkehrt rum. Weiß ich nicht. Da kann er auf jeden Fall uns der Modder bestimmt mehr dazu berichten. Das war mein Beitrag hier zu Sonnhausen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Zum Beispiel, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, würde ich mich da sehr drüber freuen. Und sonst verabschiede ich mich hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst hier mit dem Lotus-Simulator wieder. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.